zu Kirby Mausattacke. Gut, einige meiner Abonnenten haben mir gesagt, dass ich die Boomerang-Fähigkeit irgendwie erweitern kann, wenn ich die Schriftrolle, hier kann das sein, anklicke. Wie? Erweiterte Fähigkeiten, was ist das denn? Hm? Ah ja, ich kann da ja oben nicht drauf tippen. Moment mal. Was hat denn das denn damit auf sich? So, das ist... Wozu ist denn der Schlüssel? Was ist das? Sammle sie alle. Okay, Trophäen. Das vielleicht? Das sind die Puzzleteile. Das da. Karte der Geheimzone. Das? Ändere die... Achso, ganz nett, Designs ändern. Ich behalte trotzdem das hier. Das war doch jetzt das von vorher, oder? Ist mir jetzt auch egal. Farbton, was ist das? Kirby ist ein Geist. Geistmedaille, dieser Geist, der da drauf gebildet ist, den habe ich auch schon irgendwo mal gesehen. Moment mal, Musik hier. Ja, Musikdinger. Was ist das? Das ist auch Musik, was ist da der Unterschied? Und das? Finde ich sie alle. Okay, mich wundert nämlich gerade echt, was das? Ach so, das war das schon wieder. So, Herzcontainer gibt es scheinbar 4 im Spiel. Aber, Moment mal, ich kann vielleicht mit dem Steuerkreuz irgendwas machen? Nein? Okay, wundert mich jetzt ein bisschen. Ich habe doch hier alles angeklickt einmal. Okay, ihr müsst mir verzeihen, dass ich mich in dem Spiel leider nicht so gut auskenne, aber ich habe es halt wirklich nie gespielt. So, machen wir mal weiter mit 3, 4. Ja, einige meiner Abonnenten haben mir in der Tat gesagt, sah der nicht im letzten Part anders aus, der Blasen-Kirby? Vielleicht liegt das nur am Traubenfarbton. Was sind das für Sterne, die ich da ins Inventar bekomme? Ach so, ja, sowas wieder. Hab schon verstanden. Etwas im Mund, damit das Kirby dann ausspucken kann. Kriegen wir das jetzt von jedem, den wir so komisch in die Blase packen? Verpassen wir die mal wieder, denn die sind ziemlich nutzlos. Gut, ja, also. Am liebsten würde ich den Part wegschmeißen. Okay, also. Was ist da jetzt eigentlich gerade mit dem Wind? Jetzt hau endlich ab. Da unten komme ich ohnehin nicht mehr hin. Ich hoffe, da unten war jetzt kein Schatz. Okay, da ich Blasen-Kirby ohnehin ein bisschen nutzlos finde. Ja, ist halt so wie Copy-Kirby aus Kirby's Fun Pack oder Kirby Superstar Ultra. Der hatte ja auch irgendwie die Fähigkeiten der anderen Gegner einfach nur. Obwohl, der war noch nutzloser. So. Oh, falscher Knopf. Obwohl, ich muss die Fähigkeit ja gar nicht wegschmeißen. Das muss ich wegschmeißen. Diese komischen Sterne. Oh, okay. Ich komme jetzt ein bisschen dumm vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Nämlich, ich bin hier, ihr wisst schon alle. Wir haben halt, ich habe mir die Kommentare jetzt ehrlich gesagt, bevor ich den Part. Ich komme mir so dumm vor, ne, wirklich. Völlig bescheuert komme ich mir vor. Ihr müsst es halt entschuldigen. Ich hatte erwähnt, ich habe Kirby Mausattacke nie gespielt. Ich habe das Let's Play völlig blind gestartet, weil ich das Spiel halt nicht nirgends. Ich wollte schon unzählige Male kaufen. Genauso wie bei Kirby um die wundersame Spiegelwelt, aber ich konnte es halt nirgends kaufen. Und da bitte ich es zu entschuldigen, dass ich das nicht mehr weiß. Also, erinnern wir uns mal daran zurück, was meine Abonnenten da geschrieben haben. Okay, ah, es geht in die Wolken rauf, das finde ich gut. Okay, ich habe schon alles im Inventar, dann würde ich mal vorschlagen, ich verprasse den letzten Stern hier. Oh, angeblich hat mir einer in den Kommentaren gesagt, dass ich von denen, ja, eine Fähigkeit bekomme. Und ich habe mir noch gedacht, dass es Wurf-Kirby ist. Wurf-Kirby, der taucht eigentlich seit dem Spiel, glaube ich, auch nirgends mehr auf, oder? Man muss ja auch sagen, nach Kirby Mausattacke hat Nintendo ja mit dem pinken Sternflieger eine andere Richtung eingeschlagen. Kirby und das magische Garn war dann ja eher mehr so auf Wolle und Garn halt. Das war auch eine gute Idee, die ich sehr begrüßt habe, aber ja, mit Kirby's Adventure Wii, Kirby Triple Deluxe und Planet Robobot haben sie dann, wie soll man sagen, halt eine modernere Richtung von Kirby eingeschlagen. Finde ich ja nicht schlecht. Aber, wie soll man sagen, seitdem sind irgendwie so viele alte Fähigkeiten entfernt worden. Oder kommt mir das nur so vor? Oh, warte, ich möchte die Fähigkeit schon haben. Und wie soll ich da reinkommen? Okay, also, einige haben gesagt, ich kann die Boomerang-Fähigkeit mit diesen komischen Schriftrollen irgendwie erweitern. Das habe ich. Das war, soweit ich weiß, in den Kommentaren drinnen, aber... Hoho! Ein Glück, dass ich mich erledigen konnte, so kann ich es wenigstens nochmal probieren. Ich sollte ein Safe State setzen, wenn ich zu dieser Stelle wieder hinkomme. Oh. Ach so, ich kann mit Feuerkörper wieder einfach durch die Wolken durchspeeden, wenn keine
Dings dahinter sind. Okay, irgendwie schätze ich mal, dass das damit mit dieser Schatztruhe zu tun hat. Aber wie man sagt, vielleicht ist diese, vielleicht ist es schon losgegangen. So. Jetzt liegt da unten. Und jetzt? Mach mal ein Safe State. Ich wirke jetzt halt ein bisschen blöd, wenn ich das nicht weiß, was es mit diesen Schriftrollen auf sich hat, aber... Ein Glück, dass ich diesmal ein Safe State gesetzt habe. So. Alle! Nein. Könnte es möglich sein, dass ich unten vielleicht mich irgendwie durchquetschen kann? Vielleicht hier? Nein. Huhu. Okay, da komme ich auch nicht nirgends durch. Wie soll ich denn da rankommen? Soll ich... Von hier aus vielleicht? Gibt es irgendwo einen Geheimgang? Nee. Der Part könnte besser laufen. Hier muss es irgendwo eine Möglichkeit geben, aber wie? Da komme ich das Beste, ich komme da ja nochmal durch. Hätte ich vielleicht den anderen Pfad aktivieren sollen? Irgendwie ist da ja Platz. Langsam wird's peinlich, der Part. Ich stürze nur einmal ab, ich kann ja immer noch restarten. Moment mal. Die Wolke da, die abhaut, kommt mir verdächtig vor. Und was auch sein könnte, ich hätte vielleicht Blasen-Kirby nutzen sollen. Kann das sein? Ich probiere jetzt noch was aus. Da ist ja generell schon Abgrund. Ich könnte es mal in der anderen Richtung machen. Kirby hat generell immer voll ätzende Rätsel. Ist euch das aufgefallen? Ja, ich glaube von hier aus, oder? Was? Nein, aber das ist die richtige Möglichkeit. Das ist die richtige Möglichkeit. So dürft's gehen, so dürft's gehen. Oder? Was meint ihr? Überzeugt, ich glaube, der Nero wüsste es, aber ich kann ihn jetzt nicht einfach so mitten in der Aufnahme fragen, wie das geht. Der Nero ist mir ja, glaube ich, schon in seinem Let's Play ein paar Parts voraus, ein paar Level zumindest. So, jetzt mache ich hier mal ein Safe State. Ich habe halt den Vorteil, obwohl ich glaube, er spielt das auf einem Emulator, aber ich habe praktisch gesehen doch die besseren Karten, weil ich halt... ja, die Wii U Safe States habe. Ja, wie man sagt, DS-Emulatoren ist halt auch immer so eine Angelegenheit. Manchmal funktionieren sie, meine Güte, die Feuerfähigkeit. DS-Emulatoren ist halt auch so eine Sache. Da stellt dann, glaube ich, der Mauszeiger den Touchpad nach, aber ich habe generell was gegen Emulatoren und... Okay. Komm, bitte. Aber das könnte gehen. Hau ab, wurde die. Ach so, ich hab... Jetzt weiß ich, warum das nicht geht. Ich habe ja gar keinen Platz mehr im Inventar drinnen. Das heißt, ich vereine diese zwei Kirbys mal zu... Ja, zwei Kirby in der Blase. Kein Wunder, dass das nicht geht. So, bitte. Okay, entschuldige, dass ich das jetzt nicht... Ja, ihr müsst es verstehen, ich kenne das Spiel nicht. Ein Spiel, das man nicht kennt, da kann man schon das ein oder andere falsch machen. So, nächster Safe State, das sieht mir auch wieder nach einer Verfolgungsjagd aus. Muss aber nicht unbedingt sein. Gut, ich gebe mal ein bisschen Stoff. Der Traum-Kirby ist immer noch aktiv. Fällt mir auch, muss ich sagen.
Los, Speed! Speed! Wieso benutzt du auf einmal die Feuerballattacke nicht mehr? Lauf, Kirby, lauf! Halt! Mäuse, Moment! Nee, eine Schatztruhe habe ich jetzt nämlich verloren. Ich sitze auch erstaunlich lange in dem einen Level fest. Puh, so. Gib Stoff, Kirby. Ja, den meine ich, diesen Move da. Ist jetzt wurscht, ich bin ihm voraus. Schneller, Kirby! Kirby, er ist wieder da. Ah, die Kirby TV. Die Kirby TV-Serie, das waren schöne Zeiten. Wehe, wenn der blöde Rappler auf einmal wieder abhaut. Gib mir die blöde Schatztruhe, du blöder Mäuserich. So. Von wegen, Kirby ist zu einfach. Oder bin ich einfach, stelle mich in dem Spiel einfach nur so blöd an. Ich hätte ein Safe State vorher machen sollen. Jetzt mag diesen Feuerball-Move. War ja ursprünglich, ich habe es im letzten Part schon erwähnt, eine andere Fähigkeit. Zwei unterschiedliche Fähigkeiten. Burning Kirby und Dings Kirby. Ich möchte halt nicht kämpfen gegen die Rattler da drinnen in der Höhle. So. So, Moment. Ich muss was loswerden. Verdammt! Jetzt nimm irgendeine Fähigkeit, damit ich die Schatztruhe nehmen und abhauen kann. Jetzt habe ich nämlich dieses Zufallsdings und da ist jetzt aus Versehen Eiskirby rausgekommen und das war gerade eine Angelegenheit. Boah, das glaubt er gar nicht. Der Part beginnt schön fehl. Naja, wie man sagt, der Nero ist mir schon ein bisschen voraus, aber ist halt unfair. Er kennt das Spiel schon. Sprungschrift, neue Fähigkeit erlernen. Ja, da steht's ja immerhin, diese Schriften bewirken ja was. Habe ich nicht gerade eben einen neuen Farbton bekommen? Ich schau mal kurz nach. Ich zeig's euch auch. So, jetzt machen wir mal diese Ansicht. Das Beste ist ja, das ist so ein alter DS, den habe ich eigentlich nie besessen. So, wo haben wir denn die Farbtöne da? Da müsste ja jetzt ein neuer sein, oder? Lavendel! Auch sehr schön. Obwohl, bei diesem DS-Ansicht hier kann man kaum was sehen. Was hat es jetzt mit diesen Schriftrollen auf sich? Ich kann die ja nicht irgendwie antippen oder so. Kann ich nicht. Das müsst ihr verstehen, wenn ich es nicht kann. Wie man sagt, so einen alten DS wie der, der da immer angezeigt wird, habe ich nie besessen. Ich habe immer nur diesen DS Lite besessen, der halt nicht mehr dieses klobige Steuerkreuz hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist halt was ganz anderes. Kommt mir voll fremd vor, wenn ich den DS da sehe. Lavendel. Was ist Lavendel eigentlich? Klingt dumm, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, was das ist. Aber es ist so. Safe State, damit diese Schmach mal überschrieben ist. Ich würde sagen, ich habe ehrlich gesagt gerade eben mit dem Nero, dieser andere, der das im Moment Let's Playt, einen kleinen Konkurrenzstreit, kann man schon was sagen, wer das Let's Play als erster fertig hat. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, weil er Paper Mario Color Splash nicht Let's Playen muss. Ja, denn muss sein, die Wii U läuft in letzter Zeit echt auf Hochtouren bei mir. Also es gab jetzt echt eine Phase, wo ich die Wii U kaum benutzt habe, muss man schon sagen. Also jetzt gab es über die Sommerferien eine Phase, wo ich die Wii U kaum benutzt habe. Sie wurde jetzt wieder aktiv durch, Alter, wie viele Wege wollen die denn hier machen? Erstmal möchte ich die Schatztruhe da unten haben. Her mit der Beam-Fähigkeit. Da unten ist eine Schatztruhe, die will ich haben. Gibt's das auch unten auf? Ja. Irgendwie voll das Labyrinth. Tja, wie gesagt, es gab eine Phase und wo die Wii U jetzt bei mir echt ein bisschen ja in Pension gegangen ist, kann man fast sagen. Tja, aber jetzt, durch unter anderem durch Let's Play Super Mario 3D World, das Let's Play, kam die Wii U jetzt wieder auf, ja, super, oh nein, die Mäuse. So, schnell weg. Überall diese Mäuse. Die haben auch alle Namen, aber ich weiß leider nur den Namen von Doc.
dieser Arztmaus. Wozu soll ich dich bekämpfen? Der beschmeißt mit Wurfsternen. Gibt er die Ninja-Fähigkeit, wenn man den einsaugt? Aber ich glaube, die Mäuse kann man gar nicht einsaugen. Im klassischen Sinne, oder? Mein Gott, die Maus rennt mir geradezu hinterher. Die Mäusebande! Hei. Ich möchte nicht, dass diese Maus mich einholt. Sie haut ab! Sie haut ab! Sie... Was zum... Ich habe bislang nur eine einzige Schatztruhe. Das soll wohl ein Witz sein. Es gab doch drei in dem Level. Nochmal. Okay, ich kröne den hier zum schlechtesten Part des ganzen Let's Plays. Wir wollen nie den Tag vor dem Abend loben. Kann ja auch schlimmer werden. Ich schätze mal, dass diese anderen Türen eigentlich wohin geführt hätten. So. Ist hier oben vielleicht noch irgendwas? Nee. Tja. Und wie man sagt, durch Super Mario, ich habe jetzt außerdem für die Wii U eine neue Methode, die Let's Plays aufzunehmen von der Wii U. Nämlich diese, auf meinem neuen PC, die alten Wii U Let's Plays. Bis zum Juli 2016 habe ich allesamt mit der AVR Media Game Capture HD über Component eingenommen. Und ab, als ich den neuen PC bekam, ich weiß gerade nicht, das war nach dem zweiten Part von Super Mario 3D Land war das. Da habe ich dann meinen neuen PC bekommen und der hat halt HDMI-Eingang und über den kann ich viel reineres Bild aufnehmen. Oder auch viel spaßiger aufnehmen, viel lockerer. Oh, herrlich. Muss ich schon sagen, so lässt sich viel angenehmer aufnehmen. Muss ich schon sagen. Also, angenehmer aufnehmen lässt sich damit schon. Ich kann jetzt einfach, anstatt auf dem großen Fernseher, auf dem großen HD-Fernseher ist es schon angenehmer, muss man sagen. Also, dass ich da ein bisschen lockerer... Ja, ein Glück, dass ich da nochmal reinkam. In dem Part checke ich aber gar nicht. Aber ihr habt bestimmt an den Safe-State-Daten erkannt, dass ich, ja, schade, ich hätte gedacht, ich schaff das. So, und fliegen. Habe ich eh genug Platz? Ja, sogar mehr als genug Platz unten im Inventar. Schatztruhe 2, und wo ist die letzte? Naja, und, wie man sagt, jetzt, am HD-Fernseher war es halt so, dass ich dann, meilenweit drüber blicken musste zum Bildschirm. Also das ist jetzt natürlich, aber, na gut, eigentlich wäre es ja vom Fernseher aus ein bisschen angenehmer gewesen, rein theoretisch gesehen. Aber war es ehrlich gesagt nicht, nämlich weil, das ist schwer zu beschreiben jetzt in Worte, muss ich sagen. Ich tue mir generell schwer, etwas in Worte zu fassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mache hier nochmal einen Punkt. Aber es ist so, vom Fernseher aus ist halt, das ist echt schwer zu beschreiben. Meine Güte, die Schatztruhen sind hier so einfach versteckt und doch so schwer. Ich möchte doch diese billige Schatztruhe da nicht mal, diese komische gefakte da. Ja, kann mir ja gestohlen bleiben. Naja. Und es ist halt vom PC aus leichter aufzunehmen. Angenehmer, weil ich da halt mit dem Gamepad deutlich auf meinem gewohnten Stuhl sitzen kann und nicht so meilenweit vor dem Fernseher. Das ist schon um einiges angenehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt ein bisschen, ja, confused, aber über HDMI lässt sich das Ganze halt besser aufnehmen, wenn ich sichtlich sehen kann, dass die Wii U neben mir steht und auch das mit dieser HD-Box. Hier kann ich mit einem Mausklick alles steuern, was die Aufnahme angeht, während ich beim alten... Alter, ich wollte das eins abhaben. Während ich beim Fernseher immer mit dieser kleinen, Fernbedienung da alles machen musste. Vielleicht habe ich euch das ja mal, ich glaube im 400-Abo-Special habe ich das mal gezeigt. Okay, Farbspray Orange, das probieren wir gleich mal aus. Wechseln wir mal wieder. Nicht das, was ich am Anfang des Parts benutzt habe, das ist eigentlich gar nicht schlecht dafür. So, Farbspray. Wo haben wir es denn? Damals Orange. Super duper. Ist ein bisschen, ja, nervig, dass ich das hier mit dem Bild immer um... Nicht... falsch. Das hier ist das, was wir haben wollen. Ja, so wird was draus, so wird was draus. In Orangen Kirby gab es auch schon in der wundersamen Spiegelwelt. Sehr schön. Ach ja, es ist ja eine Gewitterwelt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wer hier der Boss ist. Es ist doch hundertprozentig wieder Cracko. Der Gewitterboss schlechthin. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, als ob ich auf denen stehen könnte.
Naja, mal schauen. Oder? Tatsache, auf denen kann ich stehen. Normalerweise sollte man ja nicht auf Gewitterwolken stehen. Erinnert mich jetzt eigentlich wirklich an die eine Folge von der TV-Serie, wo Cracko angegriffen hat. Da war ja das Gewitter, wo Kirby da oben drin war, auch so ähnlich aufgebaut. Wie der Hintergrund hier. Ist das vielleicht eine Anekdote an die Serie? Das war jetzt aber echt unfair. Naja, und ja, jetzt jetzt läuft die Wii U halt wieder auf Hochtouren. Jetzt durch Kirby Mausattacke, Paper Mario Color Splash, Super Mario 3D World. Mache jetzt halt wieder tüchtig Wii U Let's Plays und mit der neuen die ganze Gewitterwolke ist so elektrisiert. Sieht sehr realistisch aus. Oha. Ja, und jetzt läuft die Wii U halt echt auf Hochtouren. Man muss auch sagen, die Wii U und der GameCube sind im Moment die Konsolen, mit denen ich am bestesten aufnehmen kann, muss ich sagen. Wehe, wenn mir diese Schatztruhe abhaut. Ja, als ob! Wie soll ich denn die einholen? Ja. Hubs, Hubs, Hubs. Habe ich alles in dem Level? Ich hoffe es einfach mal, denn... Bitte, bitte, bitte. Ich habe da nicht viel zu holen gesehen. Bitte sagt, das war alles, was es in dem Level gibt. Ja, da unten ist ja die Shift-Rolle Elektro. Okay, Tornado-Shift habe ich jetzt bekommen. Ja, da war alles. Super, Boss-Time! Das ist sicher Cracko hier. Wer könnte sonst sein? Das muss Cracko sein. Der typische Tornado. Wisst ihr was, das probieren wir jetzt mal aus. Und dafür haben wir jetzt irgendwie eine neue Attacke bekommen oder so. Oha, das ist der Mäusebandenanführer Dorak. Und, was ist denn das für ein komischer Cracko? Ich glaube, das ist Mecha-Cracko, oder? Ich glaube, von dem habe ich auch irgendwo mal ein Bild gesehen. Ja, Mecha-Cracko. Ein Mechaniker-Cracko. Dorak. Hm? Dorak gab es übrigens wieder in Kirby Mars Attack, dem sauschlechten Spin-Off. Ja, wirklich. Da kam Dorak, dieser Mäusebandenanführer, wieder vor. Allerdings war er da dann ein Freund von Kirby. Also müssten sie sich rein theoretisch am Ende von diesem Spiel versöhnt haben. Denn Dorak kommt ja wirklich nur in den beiden Spielen vor. Ist ja auch kein wirklich berühmter Kirby-Charakter. Boah. Übrigens, viele haben gesagt, dass der hier so schwer sein soll, der Mecha-Cracko. Hat er noch eine zweite? Oh, da sitzt ja dieser Mäusechef drinnen. Okay, der hat noch eine zweite. Wie soll ich denn da weiterkämpfen? Oh, ich bin ja Game Over. War mir jetzt gar nicht bewusst. Gut, um nochmal auf das eine Thema von gerade eben zurückzukommen. Ich benutze aber dennoch Tornado, denn der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt geh rein! Gut, was wollte ich sagen? Ja, und jetzt läuft die Wii U halt wieder auf Hochtouren bei mir. Und mit der Wii U und mit dem GameCube kann ich ehrlich gesagt in letzter Zeit am besten aufnehmen. Von meinem neuen PC, dieses neue Aufnahmeprogramm ist irgendwie unfassbar gut. Mit dem nehme ich riesig gerne auf. Ne, wirklich, das macht richtig, ja. Da macht jetzt plain Spaß, wenn man so ein gutes Aufnahmeprogramm hat, wie das auf meinem neuen PC. Muss ich sagen, jetzt habe ich wieder seit einer längeren Zeit, ich hatte ja 2015 eine kleine Krise, wo mir das Let's Playen überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat, aber jetzt habe ich wieder Spaß am Let's Playen. Und wie soll der Kampf funktionieren, wenn ich fragen darf? Achso, der macht mir kleine Plattformen. Heilige! Heilige! Okay, die meisten hatten gar nicht mal so Unrecht. Der Boss ist wirklich schwer. Ich sollte mit Safe States arbeiten. Ich mag jetzt vielleicht wie eine Lusche wirken, aber... Was soll bleiben mir übrig? Ich möchte ja nicht so groß fehlen für euch. So. Tornado Kirby. Mann, Tornado Kirby war in der Serie immer richtig episch, wenn er da aufgetaucht ist. So. Ja, aber er lässt sich halt leider nicht so gut steuern, muss man sagen. Muss man sagen. Gut, ja. Und jetzt läuft die Wii U halt wieder auf Hochtouren. Allerdings schätze ich mal nicht mehr lange, denn nächstes Jahr wird sie ja durch die NX abgelöst. Naja. Gut, ja. Und Wii U und GameCube sind jetzt ehrlich gesagt sogar die Konsolen, mit denen ich am liebsten aufnehme. Weil die beiden halt, ja, über mit diesem neuen Aufnahmeprogramm kompatibel sind. Die alte Wii, auf der nehme ich auch die ganzen Wii-Spiele auf, also die alten Wii-Spiele nehme ich überraschenderweise doch tatsächlich nicht auf der Wii U auf, nämlich aus dem Grund, weil auf der Wii U sind dann immer mit diesen ganzen, ja, P-Einstellungen und so irgendwie ganz komisch und so.
Und da habe ich mir dann doch überlegt, nee, die nehme ich doch auf der alten Wii auf. Allerdings, wenn ich die dann, die nehme ich immer noch mit dieser AVR Capture Box auf. Allerdings, ich weiß nicht, irgendwie ist das da doch ein bisschen, ist es schwer zu beschreiben, da ist die Qualität nicht so gut. Aber wenn ich das mit diesem neuen Aufnahmeprogramm hier aufnehmen müsste, hier habe ich nicht genug Platz auf diesem Schreibtisch hier, wo ich das hier gerade aufnehme, habe ich nicht genug Platz, um die Wii-Mode zu schütteln. Zum Beispiel für Super Mario Galaxy oder Zelda Skyward Sword habe ich dann nicht genug Raum und Platz, um die Wii-Mode halt so richtig gut zu schwingen und zu steuern, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das könnte bei einigen Projekten Probleme geben. Einige würden funktionieren, einige würden auf der Wii U hier vielleicht. Ist halt so, mit einigen Projekten, unter anderem mit Zelda Skyward Sword, bin ich mit der Box in diese. Also wenn ich die alte Wii an diese Komponenten-Capture-Box da anschließe, habe ich ihn besiegt. Ja, das war scheinbar wirklich Doc, die Maus, die da drinnen hockt. Naja, das hat sich gereimt. Ja, ist halt so, ich kann das echt nicht, muss ich sagen. Also ich bin mit dieser Qualität, die da unten war, also mit dieser Capture-Box, einen Level packt man noch rein. In, wie heißt die Welt? Rätselwald, ohne Waldwelt. Das ist immer gut. Ja, wie man sagt, mit der, diese Capture-Box, die liefert manchmal echt Qualität. Also vor allem bei den Wii. Die Wii U-Let's Plays hat sie in einer guten Qualität aufgenommen. Aber die Wii-Let's Plays von der alten Wii, ich weiß nicht, die nimmt es irgendwie in so einer... Ja, vergleicht meine Wii und vergleicht mein Skyward Sword-Let's Play mal mit einem Let's Play von einem anderen Let's Player. Ja, ja, komm. Oh. So, und ja, super. Ich glaube, das war auch so erweitert, oder? Oh, ach so, das hat ja alles abgefackelt. Hab schon verstanden, wie das geht. So, die drei, die kleinen Kürbis da unten vereinen. Jetzt sind ja meine Fähigkeit weggeflogen. Nicht so schlimm. Hey! Was ist das für eine Fähigkeit? Wurf, oder? Ja, Wurf. Nein, Kämpfer! Okay. Das Symbol für Kämpfer hätte ich mir anders vorgestellt. Naja, und mit dieser Wii-Qualität. Vergleicht halt echt mal mein Skyward Sword Let's Play oder mein newer Super Mario Bros. Wii Let's Play mit den Let's Plays von anderen Let's Playern. Ihr werdet auffallen, dass meine Capture-Box echt bei der Wii, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es daran, dass diese Capture-Box für HD-Konsolen konzipiert ist und die Wii einfach kein HD hat. Aber ich weiß nicht warum, die liefert so schlechte Qualität, diese Capture-Box bei den Wii Let's Plays. Aber wenn ich es halt mit diesem Aufnahmeprogramm hier aufnehme, habe ich halt nicht genug Platz, um die Wii-Mode anständig zu schütteln und den ganzen Kram. Das stört mich halt ein bisschen, dass ich die Wii-Projekte jetzt ehrlich gesagt nicht vernünftig aufnehmen kann. Das stört mich unfassbar, muss ich sagen. Ne, wirklich. Das macht mich echt ein bisschen kirre. Was mache ich denn da? Ich könnte es natürlich so machen, dass ich die Projekte, wo die Qualität jetzt nicht so wichtig ist, mit der Capture-Box aufnehme. Und die, wisst ihr was, ich mache das anders. Lass mich in Ruhe, du dummer Hund. Naja. So, friss das Ding da und schleudere es auf ihn. Komm schon, du. Ich mochte Bulldoggen, oder was? An was für eine Hundeart ist der hier eigentlich angelehnt? So. Komm, einmal noch. Naja, und ich bin bei den Wii-Projekten jetzt halt echt in der Zwickmühle. Ich habe da so den Plan, nämlich zum Beispiel, was mich am meisten stört, Sonic Colors. Das ist für Wii-Verhältnisse so grafisch gut, aber wenn ich das mit meiner HD-Box aufzeichnen würde, dann würde mich die ganze Sonic-Fangemeinde auslachen. Oh mein Gott, wie sieht das aus, würden dann alle denken, weil diese Zwischensequenzen mit der HD-Box einfach scheußlich aussehen würden. Oder auch Super Smash Bros. Brawl, der Story-Modus. So genial, aber... Wenn ich das mit der HD-Box aufnehmen würde, dann wäre ich mit meinem eigenen Let's Play, dann würde ich mein eigenes Let's Play disliken, weil ich damit nicht zufrieden wäre. Nur wirklich, weil das würde so scheußlich aussehen. Aber Problem ist halt, ich habe noch nie ausprobiert, ob ich die Wii-Projekte, vielleicht entweder auf Wii U oder mit der alten Wii, hier auf der, mit diesem Aufnahmeprogramm hier halt auf meinem PC aufnehmen könnte. Ich könnte es überzeugen, am ehesten über die Wii U machen. Super Smash Bros. Brawl und Sonic Colors, da wollte ich jetzt auch gar nicht so groß schütteln. Allerdings möchte ich bei den beiden Projekten halt auch nie auf die GameCube-Controller-Steuerung verzichten. Jetzt werden viele sagen, aber es gibt doch einen GameCube-Controller-Adapter, mit dem du die Spiele da aufnehmen, mit dem du die Spiele auf der Wii U spielen könntest. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich werden wir den sogar kaufen deswegen, denn... Weiß nicht, ich bin mit der Qualität nicht zufrieden. Denn... Nein. Okay, wisst ihr was?
Safe State ist hier gesetzt. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut mitten in einem Level einen Part zu Ende. Weiß nicht warum. Der Part ist zu lang und ich habe einfach keinen Bock, weil der Part ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Also tschüss. Und vielleicht könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ich da am besten mache mit den Wii-Projekten.